Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zum Pharmenar zum Thema Waldpflege als Fundament stabiler Bestände. Das ist das Thema, das uns heute beschäftigt. Der Klimawandel stellt Mensch und Umwelt, so natürlich auch den Wald, vor besondere Herausforderungen. Und um langfristig und nachhaltig einen stabilen Waldbestand sicherzustellen, ist es besonders wichtig, da eine richtige Waldpflege durchzuführen. Und zu diesem Thema hat sich das Netzwerk Zukunftsraum Land entschlossen, ein Pharmenar, ein interaktives Webinar durchzuführen. Und wir haben hier heute den Josef Krocker von der Landwirtschaftskammer Steiermark zu Gast, der live von einem Waldstück in der Steiermark berichtet. Josef, bitte kannst du dich kurz für die Teilnehmer vorstellen. Ja, ein herzliches Grüß Gott an allen, an alle Teilnehmer. Wir sind hier in der Nähe von Weiz in einem sehr klein strukturierten Waldstück, wo also viele verschiedene Waldbesitzer sehr unterschiedlich ihren Wald pflegen, bewirtschaften. Und insofern ist es auch sehr günstig, weil wir auf engstem Raum sehr verschiedene Waldbestände und Waldtypen vergleichen können und direkt miteinander vergleichen können. Und das Thema, das schon angesprochen wurde, Klimaveränderung, betrifft uns auch heuer sehr stark hier in der Oststeiermark. Wir haben ein sehr großes Niederschlagsdefizit aus dem Winter und fürchten durchaus große Kalamitäten in den Fichtenbeständen, weil eben die Temperaturen schon sehr hoch sind und die Wasserversorgung der Bäume sehr mangelhaft ist. Und wenn diese Kombination zusammenfällt, dann ist es für die Fichte meistens sehr fatal. Die Borkenkäfer können sich sehr gut entwickeln und die geschwächten Bäume eben befallen. Und darum wollen wir mit dem Thema, das ja ein Dauerthema natürlich ist, auch besonders darauf aufmerksam machen, Waldbestände klimafit zu machen. Und das die wichtigste Maßnahme in der Hinsicht ist, früh Platz zu schaffen, damit sich die Baumkronen entwickeln können, damit die Stabilität der einzelnen Bäume gegeben ist. Und das ist die Grundvoraussetzung für ein stabiles Waldökosystem. Okay, du hast neben dir einen Kollegen von dir stehen. Die Organisatoren des heutigen Pharmenars ist, wie bereits erwähnt, das Netzwerk Zukunftsraum Land. Du selber bist Mitarbeiter und Experte der Landwirtschaftskammer Steiermark. Und wir werden auch von der FAST Bichl, der Forstlichen Ausbildungsstätte, heute unterstützt. Kannst du nur kurz sagen, wer da neben dir ist? Ja, der Michael Leitner unterstützt mich als Arbeitslehrer an der Forstlichen Ausbildungsstätte in Bichl, der wirklich Profi mit allen technischen Geräten ist, sehr viele Kursteilnehmer schult und auch hier natürlich mit allen Sicherheitsbestimmungen die Arbeiten durchführt. Vielleicht darf ich vorweg noch erwähnen, dass wir um diese Zeit, also Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai, die Arbeiten grundsätzlich nicht machen sollen, aufgrund der Maischäligkeit der Fichtenrinde und auch der Gefahren, dass Material liegen bleibt und Borkenkäferbrutmaterial liegen bleibt. Aber es passt vielleicht trotzdem sehr gut die Zeit, weil wir können jetzt die Planung für diese Maßnahme, die dann im Herbst durchgeführt werden soll, machen. Also die Auszeige, auch eventuell die Beantragung von Förderungen. Diese Maßnahmen, die wir heute durchführen, können über die ländliche Entwicklung gefördert werden. Bei der zuständigen Bezirkskammer oder Bezirksforstinspektion gibt es die Förster, die diese Förderungen aufnehmen. Und damit das rechtzeitig erledigt ist, kann man das über den Sommer
gut planen, welche Flächen im Herbst dann durchforstet oder wo die Stammzahlreduktion stattfinden soll. Okay, gut, das war gleich ein wichtiger Stich, ein wichtiges Stichwort. Die Teilnehmer haben in ihrem Programm auch ein paar Inhalte schon vorgestellt bekommen. Ich würde gern den Ablauf mit den Teilnehmern auch noch einmal kurz besprechen. Nur kurz stichwortartig, was die Teilnehmer heute erwartet, in welcher Reihenfolge, damit sie sich jetzt auch orientieren können in der kommenden Stunde. Wir haben zuerst eine Negativentwicklung, die wir zeigen bei einer Nichtdurchführung. Dann kommen wir zu einer Erstdurchforstung, die wir auf einer weiteren Beispielfläche zeigen werden. Da gibt es einen gepflegten Fichtenbestand. Da wird der Herr Leitner dich dann auch unterstützen bei deiner Auszeigevariante, die du herzeigst. Und Felltechniken werden auch demonstriert. Schrägschnitt, Fellbeue, Fellheber werden wir zeigen und abschließend das wichtige Thema der Dickungspflege und was da der Unterschied zu einer Erstdurchforstung ist und ein paar praktische Arbeiten. Das alles wollen wir in den nächsten 50 Minuten eigentlich unterbringen. So ist der Plan. Für alle Zuschauer, falls Sie zwischendurch eine Frage haben, Sie können das gerne im Chatfenster, wie gesagt, eingeben. Und ich werde dann bei einer entsprechenden Stelle Josef dich dann unterbrechen und die Fragen der Teilnehmer dann weitergeben. Also Sie können als Teilnehmer wirklich die Möglichkeit hier nutzen, um hier Ihre Fragen, die Ihnen auf der Seele brennen, da hier zu stellen an den Herrn Krogger. Gut, warum ist Fichte jetzt gerade so ein Thema? Also treffen wir schon die Themen, wenn wir hier auch in ein Fichtenbeständen diese Auszeige machen, weil natürlich gerade in den Fichtenbeständen das ein sehr wichtiges Thema für die Stabilität ist und der Fichtenanteil bei den Teilnehmern offensichtlich auch sehr, sehr hoch ist und von daher wahrscheinlich auch das Interesse daran. Genau. Wir werden jetzt direkt in das Thema einsteigen. Du hast gesagt, es gibt eine Fläche, Negativentwicklung bei Nichtdurchführung. Könntest du ein bisschen was sagen dazu? Ja, wir haben hier einen Bestand. Wenn man mit der Kamera da hinunter filmt, dann sieht man, das ist eine Aufforstung vor ungefähr 23 bis 25 Jahren in einem Abstand ist die damals durchgeführt worden im Schnitt von 1,5 mal 1,5. Ja? Also wenn man das hochrechnet auf das Hektar, sind das über 4.500 Bäume pro Hektar wurden hier gepflanzt und offensichtlich auch sind alle Pflanzen durchgekommen und konnten sich also aus der Kultur gut entwickeln. Und nach 25 Jahren ohne irgendeinen Pflegeeingriff erkennt man also die natürliche Entwicklung, die hier vonstatten geht. Wir sehen also sehr unterschiedliche Durchmesser, wenn wir hier den Randbaum hernehmen, dann hat der schon 20 cm Brusthöhendurchmesser und daneben ist gleich ein toter Baum, der schon vor vielen Jahren abgestorben ist, ein Dürling, daneben einen schwächeren, der hat erst 12 cm und der vierte dann hat wieder 20 cm Durchmesser. Also hier passiert die natürliche Stammzahlentwicklung und für uns als Berater ist immer die Frage, warum wird so eine Fläche nicht vorher durchforstet? Die Ursachen und die Gründe sind vielfältig. Neben dem, dass man nicht Zeit hat und dass man das nicht machen kann,
technisch nicht machen kann, ist sehr oft auch ein Grund, dass man diese natürliche Entwicklung als natürlich und gut empfindet und sagt, eigentlich reinigt sich der Wald von selber. Was ja grundsätzlich stimmt, aber dieser Bestand hat dann sehr hohe oder sehr große Risikoanfälligkeit, weil eben die Stabilität der Bäume nicht gegeben ist. Und für die Stabilität gibt es einen sehr guten Wert, den wir uns hier anschauen können, der sogenannte HD-Wert. HD-Wert steht für Höhe zu Durchmesser. Wenn wir also die Baumhöhe in Zentimetern durch den Brusthöhendurchmesser, der Brusthöhendurchmesser wird grundsätzlich bei einer Höhe von 1,3 Meter vom Boden gemessen, und beides in Zentimetern rechnen, dann bekommen wir entsprechende Werte aus dieser Division. Ein einfaches Beispiel, so wie hier, wenn die Bäume ca. 20 Meter hoch sind und 20 Zentimeter Brusthöhendurchmesser, dann ergibt das eben einen Wert von 100. Und sobald der Baum aber dünner ist, steigt der Wert auf über 100. Und das ist ein Maß, also eine Kennzahl, dass die Stabilität sehr gering ist. Und diesen Wert sollten wir nach Möglichkeit nie überschreiten. Also ein stabiler Wald hat nie HD-Werte über 100. Das Problem ist, wenn man jetzt in eine verspätete Durchforstung geht, um den HD-Wert wieder zu senken, dass es sehr lange nicht zu diesem Ergebnis kommt, weil das Verhältnis Höhenwachstum zu Durchmesserwachstum in diesen Bestandesphasen so ungünstig ist, dass also das Höhenwachstum so groß ist, dass wir die HD-Werte nicht mehr senken können. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn das einmal so extrem aus dem Ruder läuft, dann ist natürlich jede Maßnahme mit einem großen Risiko verbunden. Meistens wird dann nur eine Leichenbestattung durchgeführt, sprich die Dürlinge werden herausgeschnitten. Aber diese Dürlinge, ob man den jetzt rausschneidet oder nicht, der ändert an der Stabilität des Bestandes nichts mehr. Das ist das große Problem. Und es wagt hier niemand, eine entsprechende Durchforstung zu machen, weil die Bäume an sich praktisch schon von alleine dann umfallen würden, weil sie sich nur gegenseitig halten. In dem Zusammenhang ist auch möchte ich schon auf einen Irrtum hinweisen, der mir vielfach in der Beratung auch unterkommt. Nämlich, wir unterliegen in solchen Beständen einer optischen Täuschung. Wir halten diese Bäume für größer, als sie tatsächlich sind, weil sie sehr schlank, sehr dünn sind, ganz kurze Kronenanteile haben, wirken diese Bäume höher, und oft ist die landläufige Meinung, diese Bestände wachsen deshalb so viel schneller in die Höhe, und wir wollen ja, dass die Bäume in die Höhe wachsen, weil sie untereinander gedrängt werden und jeder Baum möchte dem Licht zustreben. Und jetzt erwarten wir, dass die
schneller in die Höhe wachsen, als wenn sie durchforstet sind. Das ist leider ein großer Irrtum, der aber nicht aus der Welt zu schaffen ist. Wir in der Beratung versuchen das seit Jahrzehnten, aber irgendwo unterliegen wir alle dieser optischen Täuschung. Wenn wir in solchen Bestände hineinschauen, haben wir das Gefühl, dass sie extrem, extrem hoch sind. Die sind aber, das Höhenwachstum hängt eben nicht von der Standraumfläche ab, sondern rein vom Standort, von den Wuchsbedingungen, die auf dem jeweiligen Standort zur Verfügung stehen. Okay, Josef, da kurz, weil es gerade passt zu optischer Täuschung. Ein Teilnehmer hat uns gefragt, gibt es sowas wie einen schnellen Blick, auf den man erkennt, auch wie alt ein Waldbestand ist. Also der HD-Wert, hast du erklärt, ist wichtig, um einzuschätzen, die Stabilität des Waldes, aber das Alter des Waldes, kann ich das schnell erkennen? Also in Fichtenbeständen ist es relativ einfach. Jeder Astquirl, jeder Abstand ist ein Jahr. Mhm. Jetzt kann man natürlich sehr schnell und sehr einfach bei so Fichtenbeständen diese Astabstände versuchen zu zählen. Ja, wenn ich also bei dem Baum beginne, und ist das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte und so weiter. Also man muss dann schon genau schauen. Aber man kann so aus den Abständen der Astquirl das Jahr oder die Jahre sehr schnell abschätzen. Okay. Und um auf das Thema zurückzukommen, der Negativentwicklung bei der Nichtdurchforstung, du hast da noch eine zweite Folie. Ja. Mhm. Die zweite Folie, die ich da mit habe, zeigt die Stammzahlentwicklung. Das ist eine Näherungsformel. Ich weiß nicht, ob man die jetzt richtig lesen kann. Die Näherungsformel ist 20.000 dividiert durch die Höhe. Also diese Formel sagt aus, wenn ich einen Bestand beurteilen muss und ich die Höhe kenne, mit dieser Formel 20.000 durch die Höhe, weiß ich, wie viele Bäume jetzt pro Hektar stehen sollen. Und bei dieser Stammzahl geht es immer darum, um lebende und gleich hohe Bäume. Also unterständige Bäume zählen hier nicht dazu. Und diese Näherungsformel 20.000 durch die Höhe entspricht auch ungefähr der natürlichen Mortalitätsrate. Wenn wir in diesen Bestand hineinschauen, sehen wir im unteren Bereich schon sehr viele umgebrochene, schiefe, abgestorbene Bäume. Wir sehen auch zum Teil Kiefern, die hier natürlich mit aufgekommen sind, mit einer sehr schlechten Wuchsform, die eben dadurch entsteht, dass diese Lichtbaumarten in diesem Gedränge sich sehr, sehr schnell dem Licht zuwenden und sehr krumme Schaftformen ausbilden. Aber diese natürliche Stammzahlentwicklung entspricht also in etwa dieser Formel, wobei diese Formel also für den Altbestand, für den Endbestand etwas zu hohe Stammzahlen herausrechnet. Aber für eine für eine einfache Durchforstungshilfe ist diese Formel eine sehr, sehr einfache Methode, um zu überlegen, wie viele Bäume sollten hier stehen. Mhm. Okay, wunderbar. Jetzt ist die Frage, gibt es zu diesem Negativbeispiel noch konkrete Fragen von Zusehern? Sonst würden wir Jetzt ihr könnt schon auf den zweiten zur Auszeige gehen. Ne? Genau, richtig. Also
da haben wir jetzt einmal einen nicht gepflegten Fichtenbestand gesehen, aber es gibt auch einen, wo es besser ausschaut. Du hast gemeint, es gibt mehrere Auszeigevarianten, vor allem die Z-Baum, Zukunftsbaumauslese, werden wir jetzt genauer anschauen. Die zwei Varianten, die wir vorhaben, ist die klassische Z-Baum-Auslese oder Zukunftsbaum-Auslese. Und erwähnen wollte ich noch die Strukturdurchforstung. Das ist aber eine sehr aufwendige und auch komplizierte Durchforstungsvariante, die sehr viel Know-how erfordert. Die darauf abzielt, dass wir mit der Durchforstung schon in Richtung strukturreiche Mischwälder die Bestände hin entwickeln. Für uns ist aber trotzdem viel wichtiger, dass einmal die wichtigsten Kriterien einer Z-Stamm-Auslese gemacht werden. Eine Frage hat uns von den Teilnehmern noch erreicht, vielleicht, wenn wir das noch kurz eine Einschätzung von dir haben könnten. Da ist die Frage gekommen, kann man den nicht gepflegten Bestand, den wir vorher gesehen haben, ist da deine Einschätzung, kann man das noch sanieren? Grundsätzlich ja, aber mit sehr viel Aufwand, mit sehr vorsichtigen Maßnahmen. Man muss diese Fläche sehr oft, sehr vorsichtig jetzt durchforsten. Und um sich dieses Risiko zu ersparen, geht also die ganze Pflegemaßnahme in Richtung Dickungspflege, frühe Dickungspflege, damit man dann die Durchforstungsauszeige, wie wir sie jetzt machen, sehr einfach und ohne hohem Risiko machen kann. Das ist immer die große Herausforderung, welches Risiko besteht. Und wenn wir jetzt diese gepflegtere Fläche, die ist gleich alt wie die untere Fläche, also wir haben die Nachbarn gleich im gleichen Jahr mehr oder weniger vor 25 Jahren Aufforstungen getätigt. Der Waldbesitzer hier hat aber die Fläche vor 5 Jahren einmal ein wenig durchforstet. Ja? Der Unterschied ist vielleicht auch noch, hier wurden die Äste so in Mannshöhe nicht heruntergeschnitten. Auf der ersten Fläche hat man gesehen, die Pflegemaßnahme war, diese Äste herunterzuschneiden, was grundsätzlich für die Fichte nicht wirklich was bringt. Also es wäre besser gewesen, man hätte die Äste oben lassen, aber dafür einen Baum umgeschnitten. Und wenn wir jetzt so eine Fläche vor uns haben, dann sehen wir da auf dem ersten Blick sehr, ja, Fichten dominiert, man könnte auch sagen Fichtenmonokultur. Und wenn man dann genau hinschaut, im zweiten Blick sehen wir dort und da Laubhölzer. Wir haben hier Kirschen, Schwarzerlen, Eichen und Ahorn, die also in dieser Fichtenaufforstung natürlich angeflogen sind und mitgewachsen sind. Und jetzt können wir ganz gezielt in so einer Fläche diese Mischbaumarten noch herausfördern, indem wir eben Konkurrenten, in dem Fall Fichten, herausschneiden. Aber es geht nicht nur um die Laubhölzer, sondern auch bei den Fichten, die wir da jetzt durchforsten wollen, ist die Beurteilung eines Z-Baumes, eines Zukunftsbaumes. Das heißt, dieser Baum soll nach unserem Dafürhalten noch bis ins hohe Alter, bis zum Endbestand durchwachsen können. Das heißt, er braucht gewisse Voraussetzungen, damit sein Zukunftsbaum überhaupt sein kann. Er sollte
in erster Linie einmal eine ausreichend große und gute Krone haben. Das ist bei dem Baum gegeben. Er sollte einen stabilen HD-Wert aufweisen. Also wenn wir hier bei dem Bestand, bei dem Baum, gehen wir also von einem HD-Wert unter 100 aus. Es ist schon an der Grenze, aber es ist noch okay. Und er ist sehr geradschaftig, hat eine ausreichend gute Krone. Er schaut vital aus. Und so können wir definieren jetzt diesen Baum als Zukunftsbaum. Ich verwende gerne Bänder zum Auszeigen. Der Vorteil von den Bändern ist, dass man sich im Bestand, der noch sehr dicht ist, sehr gut orientieren kann, den ausgezeigten Baum rundherum von Weitem sehen kann. Das ist ja auch dann bei der Arbeit, wenn man dann umschneidet, auch hilfreich ist, dass man besonders die Z-Bäume beachtet, denen nicht irgendwelche Schäden zufügt. Und wenn wir den ersten Z-Baum definiert haben, dann ist eben die Frage, welche Abstände gelten jetzt für den nächsten Z-Baum. Und in einem Fichtenbestand gehen wir von Endbestandsbäumen von 200 bis 250 Bäumen pro Hektar aus. Das heißt, umgerechnet auf den Abstand würde das bedeuten 5 bis 6 Meter. Also alle 5 bis 6 Meter sollten wir wieder einen ähnlich schönen, stabilen Baum finden und den markieren. Und das ist also der erste Schritt und darum ist es günstig, wenn wir das vielleicht auch über den Sommer machen können, damit dann, wenn die Arbeit im Herbst gemacht wird, wirklich zügig die Durchforstung durchgeführt werden kann. Und im ersten Schritt machen wir mal nur die Auszeige der Z-Bäume. Hier eignet sich also das mit den weißen oder gelben Bändern. Und sucht im ersten Durchgang durch den Bestand wirklich nur die sogenannten Zukunftsbäume. Und erst im zweiten Schritt, beim Zurückgehen oder wie immer, werden dann die Konkurrenten definiert, die also bei der Durchforstung dann entnommen werden sollen. Z-Baum-Auslese heißt nicht, dass jetzt die Z-Bäume definiert werden und alle anderen Bäume sofort umgeschnitten werden. Also das braucht noch 2, 3 Eingriffe, bis dann diese Endbestandsbäume alleine dastehen, aber dann eben mit einem entsprechenden Durchmesser. Und das definiert die Zielstärke. Wir reden hier bei der Fichte von maximal 55 cm Brusthöhendurchmesser als Zielstärke. Und wenn diese Zielstärke erreicht ist, sollte der einzelne Baum genutzt werden. Und wenn wir jetzt so weiter schauen, direkt, also die Variante der Auszeige ist jetzt die Z-Stämme, alle 5 bis 6 Meter suchen wir einen entsprechenden Baum. Und wenn wir stark durchforsten, nehmen wir den ersten und den zweiten Konkurrenten, also unmittelbaren Nachbarn. Und bei einer schwachen Durchforstung nehmen wir nur den nächstgelegenen Konkurrenten. Wann machen wir eine schwache, wann sollen wir eine starke Durchforstung machen? Das hängt ein bisschen davon ab, ob der Waldbesitzer die Arbeit selber machen kann, will, regelmäßig machen kann oder eben nicht die Zeit hat, nicht die Geräte hat, dann ist es besser, wir machen eine starke Durchforstung, also stark und selten. Wenn es jemand selber macht
kann er natürlich auch regelmäßig und dafür vorsichtig eingreifen. Das ist also kein großer Unterschied. Die Gefahr ist nur, dass man, wenn man zu vorsichtig durchforstet und dann nicht mehr den nächsten Schritt setzt, dann erst wieder instabile Bestände erreicht. Also, wenn wir hier jetzt so durchschauen, wir haben also schon ein paar Bäume ausgezeigt. Konkret kommen wir hier in so einen Bestand, da ist neben der aufgeforsteten Fichte, sehen wir hier eine naturverjüngte Ahorn, die sehr unter Druck ist und die aber sehr geradschaftig ist, sehr astrein durch diesen Dichtstand. Es sind nur einzelne Äste noch oben, die man also in Form einer Wertastung dann auch herunterschneiden kann. Aber grundsätzlich wollen wir aufgrund des hohen Fichtenanteils, den wir in der Form nicht haben wollen in Zukunft, die einzelnen Laubhölzer, die hier vorkommen, die wollen wir bewusst fördern. Und markieren eben die Ahorn mit einem weißen Band und den Konkurrenten, die Fichte daneben mit einem roten Band. Aber der eine Fichtenbaum ist zu wenig. Wir müssen noch den zweiten Fichtenbaum entfernen, um diesen Ahorn wirklich die Chance zu geben, hier mitwachsen zu können. Und wenn man dann vielleicht kann die Kamera das durchrauf zeigen. Da hinten ist noch einmal ein Ahorn weiß markiert. Ja. Vielleicht gehen wir noch ein Stück da herüber, wo man sieht. Man kann es leicht im Bild erkennen, es ist ein bisschen weit entfernt, aber ja. Okay, wir kommen noch zu anderen Exemplaren. Da ist wieder ein Z-Baum, also ein stabiler, mit einem niederen HD-Wert, große Krone, ein Baum, der also wirklich durchwachsen können sollte. Und hier herum, wir sehen hier auch, sind bei der letzten Durchforstungsmaßnahme Rückegassen angelegt worden, die schon ein bisschen den Bestand strukturieren. Eine sehr wichtige Maßnahme, dass man auch mit den Geräten nicht auf der gesamten Fläche fahren muss, sondern wirklich sich auf diesen Rückegassen bewegt. Und hier herum haben wir noch Eichen, die also von selber, also aus Naturverjüngung in diesem Bestand hervorgegangen sind. Und wenn wir uns das anschauen, es ist durchaus stabile Entwicklung von diesem Eichenbaum, der eben jetzt konkurriert mit der Fichte daneben. Und hier müssen wir, wenn wir die Eiche fördern wollen, entsprechend diese Fichte auszeigen für die Durchforstung, damit eben sich dieser Stamm gut entwickeln kann. Hier kann man auch in Folge dann ein paar Äste der Wertastung entfernen. Der Stamm hat schon fast 20 cm Durchmesser, ist sehr stabil, geradschaftig, also das könnte ein sehr wertvolles Eichenbloch werden. Wichtig bei den Laubbäumen ist natürlich, dass sie einen größeren
Endabstand brauchen als die Fichten. Und hier liegt ein großes Problem, wenn wir die Abstände bei den Eichen mit jenen von den Fichten vergleichen. Eichenabstände sind mindestens 10, 12, wenn nicht sogar 15 Meter. Das ist ein sehr extrem großer Abstand, der vielen Waldbesitzern zu weit erscheint. Aber es ist leider Gottes Tatsache, wenn eine Eiche am Ende 60 oder 70 Brusthöhendurchmesser erreichen soll, dann braucht sie zum nächsten Baum diesen Abstand. Also es hat, wenn wir hier in die Richtung schwenken, da sind noch einige Eichen dabei, aber die sind vom Abstand her zu nahe. Also es kann hier nicht die nächste Eiche schon wieder ein Z-Baum sein. Okay. Und zu empfehlen wäre, wenn man sich das in solchen dichten Beständen nicht vorstellen kann, dass man tatsächlich das Forstrollmaßband nimmt, an einem Baum anhängt, damit man mal den Abstand nur sich vorstellen kann, wie weit 12 Meter sind, wo der nächste Z-Baum sein könnte. Hier haben wir wieder eine Eiche stehen. Wir sind hier 11 Meter Entfernung. Das heißt, das wäre die unterste Grenze, wo es möglich wäre. Aber diese Eiche fällt nicht mehr, kann nicht mehr gefördert werden. Die ist schon zu sehr unter Druck von den Fichten. Das heißt, die können wir nicht mehr nehmen. Und all diese Eichen, an denen ich da jetzt vorbeigegangen bin, die auch durchaus schön ausschauen, qualitätsvoll, aber die sind für den Zukunftsbaum, für den Zukunftsbestand zu nahe. Hier haben wir nur einen Abstand von 7 Metern. Okay. Dann jetzt in der, wir sind in der Zeit schon relativ fortgeschritten. Okay. Wir schneiden jetzt die Bäume. Okay, passt ja. Nur kurz. Wir machen jetzt die Praxis. Genau. Eine Frage ist in der Zwischenzeit kommen, die könnte man noch dazu schieben. Du hast ja gemeint, Struktur der Bestände. Was meinst du damit und Struktur durch Forstung? Kannst du das kurz erklären? Ja, für uns, für die Resilienz, also für diese Widerstandsfähigkeit eines Bestandes, ist für uns sowohl die vertikale Struktur, also die Baumartenmischung auf der Fläche wichtig, aber auch die horizontale Struktur, sprich Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht oder Naturverjüngungsschicht. Jede Schicht vermindert quasi das Risiko. Wenn etwas passiert, wir können Naturkatastrophen nicht ausschließen, aber wenn wir eine zweite oder eine dritte Schicht im Bestand haben, dann haben wir quasi eine Risikominimierung. Und darum kann man auch schon in diesen Beständen versuchen, diese Struktur einzuleiten. Hier haben wir noch eine klassische einschichtige Struktur. Alle Bäume sind zwischen 18 und 22 Meter hoch. Es gibt keine Unterschicht, weil es zu dunkel ist. Und es gibt keine überständigen Bäume. Aber wir könnten jetzt schon beginnen, sehr stark einzelne Bäume zu fördern und so eine Struktur zu erreichen. In solchen Beständen ist es aber sehr schwierig, weil sie eben so einschichtig aufgebaut sind. Aber langfristig müssen wir versuchen, so strukturreiche Wälder zu etablieren, damit sie diesen ganzen Anforderungen, denen wir ausgesetzt sind, zu widerstehen.
Und wie man da konkret bei der Strukturdurchforstung vorgeht, das kann man auch in Seminaren von der FASB-Bichl bzw. der Landwirtschaftskammer erfahren, nehme ich an. Also der wesentliche Unterschied ist einfach der, bei der Strukturdurchforstung werden viel weniger Z-Bäume ausgewählt, also maximal 100, 120, auch bei der Fichte nur sehr wenige Z-Bäume, also alle 8, 9 Meter im Abstand wird ein Z-Baum gesucht und der wird entsprechend stark gefördert und freigestellt. Und die Zwischenräume, die großen Zwischenräume bleiben eher unberührt. Damit erreicht man schon eine Strukturvielfalt. Das ist der große Unterschied. Okay. Wir haben gesagt, wir haben zwischen 200 und 250 Z-Bäume, also alle 5, 6 Meter. Und was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir in der Praxis, wird sich jetzt der Michael Leitner an sein Gerät begeben. Ich setze inzwischen noch einen Helm auf, damit da nichts passiert. Wir zeigen jetzt eine Methode. In sehr dichten Beständen ist es ja so, dass die Bäume beim Umschneiden schwer umfallen, weil die Kronen ineinander verkeilt sind. Und eine einfache Methode ist mit dem sogenannten Fellboy. Der Fellboy ist ein großer Schuh, wenn man so will. Und der Michael wird jetzt den zu fällenden Baum einmal entasten. Er wird einmal die herunten, dass man da hingehen kann, die Äste herunterschneiden, dann einen Schrägschnitt von der Unterseite reinsetzen, dann einen Keil setzen und dann den Fellboy, den Schuh am Baum montieren, damit er nicht wegrutschen kann. Und dann von hinten schräg über das Schwert den Stamm in den Schuh hineinrutschen lassen. Im ebenen Gelände kann man dann den Stamm mit dem Schuh hinausziehen, also unten rausziehen. Im steilen Gelände ist es auch aufzupassen, dass das nicht automatisch passiert und dass der dann sofort abfährt. Ich würde also jetzt den Michael bitten, dass er mal die Astung macht. Wir gehen ein bisschen. Wir gehen jetzt ein bisschen zurück. Der Ton ist jetzt schon deaktiviert, damit wir das Geräusch der Motorsäge nicht so laut drinnen haben. Und wir sehen da den Herrn Leitner bei der Arbeit. Ist okay, wenn ich das ein bisschen kommentiere? Ja, sehr gerne. Ja, also oder das ist von der Lautstärke mit der Motorsäge? Nein, es geht sehr gut. Okay. Also er hat jetzt die Äste einmal den Stamm gesäubert, reinigt das Gelände rundherum. Macht jetzt diesen Schrägschnitt. Dann wird hier ein Keil gesetzt. Das Problem bei dieser Fellmethode ist aber, dass es eben keine geordnete Fellrichtung gibt. Es gibt keinen Fellkerb. Und insofern ist es also für diese Dimension noch machbar. Für stärkere Bäume ist das natürlich keine geeignete Fellmethode. Jetzt wird dieser Fellboy, dieser Schuh, mit dem Seil am Stamm montiert, damit er nicht wegrutschen kann. Und jetzt wird auf der Rückseite
Jetzt der Trennschnitt. Jetzt sieht man, rutscht. Jetzt rutscht der Stamm auf diesen Schuh. Das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Er hätte sollen in den Schuh hineinrutschen. Mhm. Weil dann kann man eben sehr schön über diese Erde drüber ziehen. So bleibt der Stamm natürlich stecken. Aber man sieht hier, dass er unter dem nach unten rausgezogen wird, und das ist der große Vorteil in diesen sehr dichten Beständen. Und die zweite Fellmethode wollen wir uns auch jetzt gleich anschauen, mit dem sogenannten Fellheber. Mit dem Fellheber ist eine spezielle Fellmethode, und die wird der Michael jetzt machen. Er wird wieder zuerst die Äste runter putzen, damit man gut hinkommt. Der Baum wird in diese Rückegasse gefällt, und ich werde das nebenbei kommentieren, wenn du das schneidest. Mhm. Okay. So, ich gehe wieder ein bisschen aus dem Gefahrenbereich. Ja, bitte. Wir wollen nicht, dass da etwas passiert. Ja, ja. Der wesentliche Unterschied ist jetzt eben bei dem Fellschnitt mit dem Fellheber, dass hier ein Fellkeil herausgeschnitten wird, der eben die Fellrichtung definiert. Das ist ganz entscheidend. Okay, also man sieht da jetzt diesen Keil. Er schaut hier, ob die kontrolliert die Fellrichtung. Mhm. Bessert noch ein bisschen nach. So sollte jetzt dieser Baum genau in die Rückegasse hineinfallen. Wir haben also auch am Weg entsprechende Tafeln aufgestellt. Wir sehen, er schneidet hier nur ungefähr über die Hälfte, gut über die Hälfte durch. Jetzt wird schräg nach unten der Trennschnitt durchgeführt, so dass man nicht in den Eisenteil vom Wir haben da eine Frage von einem Teilnehmer, da war gerade eine senkrechte Markierung zu sehen. Was war da der Grund oder wofür braucht man die? Er hat sich damit nur markiert, wie weit er mit dem Schwert hineinschneiden soll. Ich zeige es dann noch einmal. Ja. Mhm. So.
Jetzt sieht man also diese senkrechten Schnitte, die er da gesetzt hat, waren die Markierung, wie weit praktisch er mit dem Schwert hereinschneiden soll. Das kann man noch einmal zeigen. Also die Richtung haben wir besprochen, genau, dass die Richtung angegeben wird und dann mit. Man hört leider nur dich, Josef, also wenn der Herr Leitner. Also diese Markierungen zeigen hier die Bruchleiste, wo die Bruchleiste ist, und hier, wie weit er praktisch reinschneiden kann mit dem Schwert. Das ist eine Hilfsmarkierung, ja, damit er sieht, so weit, also über die Hälfte wird durchgeschnitten. Der Baum hängt an diesem Keil und vorne an der Bruchleiste. Mhm. Und durch dieses L-förmige, durch diesen L-förmigen Holzteil, der die Halteleiste im Prinzip ist, ist auch gewährleistet, dass er so lange sicher steht, und erst wenn der Fellheber hineingesetzt wird, wird dann schräg so hinunter geschnitten und durchtrennt. Schräg deshalb, damit man eben nicht in das Eisen schneiden kann. Okay, gut. Zu den Felltechniken sind aktuell keine Fragen jetzt kommen von den Teilnehmern. Allerdings habe ich da zwei Fragen von vorher. Vielleicht wäre ein Vorschlag, das Thema Dickungspflege haben wir bisher noch wenig besprochen. Wir sind in der Zeit aber sehr fortgeschritten schon. Vielleicht würde man einfach einmal wechseln zu dem anderen Bestand, den wir noch haben. Und ich stelle in der Zwischenzeit zur Dickungspflege. Eine Frage, die noch gekommen ist vorher, die wir nicht ignorieren wollen. Wie kann man in einem Bestand mit Altästen, toten Ästen der Fichte umgehen? Hast du da irgendeine Empfehlung? Konkret die Frage heißt, mit Totästen, was ist da, das habe ich noch ganz verstanden. Ja, also die Frage war, wie kann man mit toten Ästen der Fichte in einem Bestand, so wie wir vorher gesehen haben, umgehen, ist die Frage gekommen. Also grundsätzlich sind diese dürren Äste auf der Fichte kein Problem. Mhm. Ich würde sie also am besten ignorieren und einfach umlassen. Wichtig ist, dass sich die Krone entwickeln kann, die grüne Krone. Und hier sollten nach Möglichkeit immer mehr als ein Drittel oder bis zur Hälfte des ganzen Baumes sollte grüne Krone sein. Und das ist viel wichtiger, als sich um die dürren Äste im Bodenbereich zu kümmern. Okay. Gut, ich glaube, das beantwortet. Also wenn wir vielleicht so einen Blick in diesen Bestand hinauf schwenken können, ja, da sieht man auch diese Aufforstungszeilen. Und auch hier hat der Waldbesitzer mal sich die Mühe gemacht und bei jedem Baum die Äste so in Mannshöhe herunterzuschneiden. Also in dieser Höhe, diese Arbeit durchzuführen, ist eher nicht anzuraten. Mhm. Es schaut nur optisch nach einer Durchforstung aus. Es ist aber, die Kronen sind trotzdem nicht vital oder gepflegt. Okay. Also eine optische Täuschung in dem Fall. Genau. Okay. Und eine Frage war noch Thema Saumschläge. Wäre das im vorigen Bestand, wo wir drinnen waren, auch ein Thema? Also, wo wir jetzt die Durchforstung gemacht haben? Ja, genau, wo wir vorher waren. Also, Saumschlag ist eine Form der Endnutzung, wo man vor allem im Seilgelände versucht, über eine Seilzuggasse den Saum zu schlägern,
und damit versucht, Naturverjüngung von der Seite in den Bestand teilweise hineinzubringen, auf der Freifläche die Verjüngung zu bringen. Und es ist also Saumschlag ist eine Entnutzungsmethode. Okay. Wäre aber auch eine Möglichkeit durchzuführen, oder? Ja, aber es ist keine Durchforstung. Okay. Ein Saumschlag. Wie der Name schon sagt, Schlag. Okay. Ist eine Kahlfläche dann. Genau, wir haben dann den letzten Punkt in unserer Agenda, das Thema Dickung ist jetzt noch, es ist jetzt Punkt 11, aber es ist trotzdem ja. Eines der zentralen Themen, die wir noch gerne mit den Teilnehmern durchgehen wollen. Ja, ja weil es Punkte. Auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Aufgabe ist, die natürlich deshalb oft nicht gemacht wird, weil sie noch Kosten verursacht und keine Erlöse, mehr oder weniger keine Erlöse bringt. Außer man kann das Holz als Brennholz oder Hackschnitzelholz verwenden. Aber sie zählt noch zur Pflege, die so wie die Aufforstung eben noch dazugehört und gemacht werden muss. Und je früher und stärker diese Dickungspflege gemacht wird, umso leichter erfolgen dann die weiteren Schritte und Maßnahmen. Ja. Darum ist diese Dickungspflege, also in Bestände bis 10 Meter Höhe, gell? Bis 10 Meter Höhe sind das die wesentlichste und wichtigste Pflegemaßnahme überhaupt. Und wir wollen hier in dem Bestand, der auch schon wieder so stark ist, dass man also mit dem Freischneider nicht mehr gut arbeiten kann. Hier wird auch mit der Motorsäge der Schrägschnitt, eine ganz einfache Fellmethode im Prinzip in so Dickungen durchgeführt. Da geht es also nicht so sehr um eine hochwissenschaftliche Auszeige. Es geht wirklich um die Stammzahlreduktion. Das heißt, es sollte am Ende, wenn ich mein Armmaß ist so das Maß aller Dinge. Ich bin 2 Meter groß und meine Hände sind 2 Meter breit. Und wenn ich in so einer Dickung darf ich praktisch nach der durchgeführten Maßnahme keinen Baum erreichen, von einer Hand zur anderen. Und wenn man das jetzt anschaut, wenn man da jetzt schaut, dann ist das eben viel zu nahe. Und der nächste Baum da drüben wäre für die Dickungspflege im geeigneten Abstand. Jetzt gibt es zwei Varianten dieser Methode. Eine schematische, dass man einfach sagt, wenn es sehr dicht ist, nehme ich jede zweite Reihe einfach heraus. Ich schneide also wirklich jede zweite Reihe raus. Dann haben wir hier einen Abstand von 3 Metern. Und in der Reihe kann ich auch noch einmal den einen oder anderen rausschneiden. Da kann ich auch auf die Baumarten achten, auf die Qualität. Es gibt in solchen Beständen oft vorwüchsige Protzen, die aber qualitativ sehr schlecht sind. Die werden entnommen. Oder man kann auch hier in jeder Reihe jeden zweiten Baum entnehmen. Also man muss auf jeden Fall in diesem Bestand die Hälfte herausnehmen. Also die Stammzahl um die Hälfte reduzieren, weil die grünen Kronen rutschen jetzt schon hinauf, sind schon über der Hälfte. Und wenn ich jetzt diese Durchforstung mache, dann bleiben die unteren Äste noch grün. Und das fördert die Stabilität dieses Bestandes. So, wir haben auch zum Teil, gibt es da auch wieder Laubholz-Naturverjüngung drinnen. Hier haben wir eine Schwarzerle, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die Blätter sind schon heraus. Das Bild wackelt ein bisschen, aber jetzt, glaube ich, sieht man es ein bisschen besser. Ja. Das ist eine sehr schwache, aber trotzdem
aufgrund der Tatsache, dass hier sonst wenig Laubhölzer vorhanden sind auf dieser Fläche, wollen wir auf jeden Fall hier diese Schwarzerle erhalten und fördern. Und in der Dickungspflege kann man also gezielt auf diese Baumartenmischung noch reagieren. Okay. Und wir werden hier jetzt also mit Michael Leitner wird jetzt hier mit einfachen Schrägschnitten einmal diese Schwarzerle freistellen und in dieser einen Zeile einmal jeden zweiten Baum rausnehmen. Also Schrägschnitt haben wir vorher auch schon gesehen mit Fellboy. Das ist auch jetzt da die Methode, um mir das zu entnehmen. Man hört dich gut. Es geht hier nur um eine erste Freistellung. Man muss wirklich noch einmal betonen, diese Maßnahme würden wir um diese Jahreszeit nicht machen und sie ist nicht zu empfehlen in dieser Jahreszeit. Wir machen hier nur für die Vorführung ein paar Bäume, die auch der Waldbesitzer dann entsorgt. Mhm. Weil sonst natürlich könnten wir hier ein Käferproblem bekommen, weil diese frisch gefällten Bäume natürlich sehr fängisch sind. Okay. Ja. Also Zeitraum, der empfehlenswert wäre für diese Arbeiten. Also wie gesagt, jetzt wäre die Zeit der Planung, dass wir jetzt diese Flächen definieren. Jeder Waldbesitzer sich diese Flächen für den Herbst vornimmt. Diese Maßnahmen können dann ab Herbst, ab Oktober ohne weiteres durchgeführt werden. Mhm. Okay, super. Und eine Frage vielleicht. Also wir sind zwar jetzt den Herrn Leitner noch arbeiten. Hörst du mich? Ja, jetzt geht's schon. Ich höre mal auf. Jetzt höre ich. Okay. Genau. Magst du da noch abschließend was sagen zu der Arbeit von Herrn Leitner? Ja, wie gesagt, diese Dickungspflege ist relativ mit einfachen Methoden zu machen. Wenn man das also anschaut, ja, diese Stärken unter 10 cm Durchmesser mit einem einfachen Schrägschnitt. Und wir sehen hier also die Freistellung dieser Schwarzerle. Die kann sich jetzt entwickeln und auch entsprechende Stabilität erreichen. Mhm. Wenn man so in diesen Bestand reinschaut, sieht man, also es müsste hier jeder zweite Baum entnommen werden. Teilweise hat sich das ja schon von der Natur gerichtet. Hier ist schon ein abgestorbener Baum. Und in diesen Zeilen sieht man, dass Entscheidende ist, dass wirklich die Stammzahl nach Möglichkeit unter 1000, 1200 Stämme pro Hektar herunterkommt, weil man dann für die Zukunft einen entsprechenden Vorsprung erreicht hat. Mhm. Okay. Diese Maßnahme, die Dickungspflege, ist wirklich die entscheidende und wichtige
Pflegemaßnahme, um stabile Waldbestände zu erreichen. Wir haben auch noch eine Frage bekommen, die ich noch gerne erwähnen mag. Da ist das Thema Naturverjüngung bei Laubbeständen. Also wie sieht bei Laubbeständen bei Laubbeständen aus, wenn Bäume bei einer Naturverjüngung dicht nachwachsen? Ab welcher oder ab wann oder welcher Höhe soll man dann ausdichten? Also wann beginnt man mit dieser Pflegemaßnahme? Ja, also bei Laubbeständen ist es ein bisschen anders, weil wir in der Jugend, in dieser Dickungsphase, durchaus diesen Dichtstand wünschen, weil dadurch eine natürliche Astreinigung stattfindet. Das heißt, in Laubholzbeständen kann bis 7-8 Meter Höhe, also Bestandeshöhe, ein sehr dichter Bestand bestehen bleiben. Es wird in der Dickungsphase eher nur darauf geachtet, wirklich Baumarten, die man nicht haben möchte, oder sehr schlecht wüchsige Exemplare zu entnehmen, also Brotzen, aber die gute Qualität eher dicht zu belassen. Und erst ab einer Höhe von 8 bis 10 Metern dann mit einer gezielten Auslese durch Forstung zu beginnen im Laubholz. Das ist der große Unterschied zur Fichte. In der Fichte kann man früher stärker reingehen, um die Stabilität zu erhöhen. Okay, super. Damit haben wir die Fragen der Zuschauer einmal beantwortet. Gibt es noch eine Empfehlung von Ihrer Seite, was im Bereich der Waldpflege noch wichtig wäre zu erwähnen? Ja, die Kernaussage der Waldpflege aus meiner Sicht ist, wirklich rechtzeitig den Standraum so zu gestalten, dass die Kronen ausreichend Platz haben, sich gut entwickeln können, die Vitalität des Einzelbaumes und damit des Bestandes ist entscheidend für die Widerstandsfähigkeit. Und wenn wir schlechte Kronenprozente haben, dann sind diese Bäume grundsätzlich anfällig gegen alle möglichen Faktoren. Also ob das jetzt Käfer ist, Trockenheit, Sturm, Schneebruch. Gerade der HD-Wert ist ein wichtiges Maß oder wichtige Kennzahl für die Schneebruchanfälligkeit. Und insofern gibt es nur eine Kernaussage und das ist möglichst früh, möglichst stark in der Dickungspflege die Stammzahl zu reduzieren. Haben Sie da aus Ihrer praktischen Arbeit eine Empfehlung, wie man mehr Waldbesitzer dazu motivieren könnte, für die Pflegemaßnahmen zu begeistern? War da eine Frage aus dem Publikum? Das ist meine Lieblingsfrage, weil ich das seit 30 Jahren versuche in der Beratung und mir nicht immer gelingt. Es ist eher eine psychologische Frage. Warum Maßnahmen nicht gesetzt werden, die sehr wohl bewusst sind, wo viele Waldbesitzer erkennen, dass sie diese Maßnahmen setzen sollten, aber dann doch nicht durchführen. Zum einen ist es natürlich eine Kostenfrage. Diese Maßnahmen kosten Geld und die Holzerlöse sind bei diesem Material natürlich gering. Also das ist sicher ein sehr wesentlicher Faktor. Und aus meiner Sicht kommt oft dazu, dass man eben meint, dass sich diese Waldbestände von selber entwickeln, richtig entwickeln und damit man sich diese Pflegemaßnahme ersparen kann. Aber es ist ein psychologisches Problem, kein fachliches. Ja. Auf jeden Fall kann man die Empfehlung weitergeben, dass es seitens der Landwirtschaftskammer und in dem Fall in der Steiermark auch der Fastpichl einige fachkundige Experten gibt, die sich dem Thema auch annehmen und da Beratungen
wenn es gewünscht ist, durchführen. Es gibt darüber hinaus auch einige Unterlagen, die Sie da, glaube ich, gerade in der Hand haben. Genau, ich habe da ein paar Unterlagen. Im Hintergrund der Michael Leitner, der da federführend an der Fassbichl auch arbeitet. Wichtige Kurse wie den Motorsägenführerkurs, der also die Handhabe gewährleistet, aber auch Wald- und Naturraumökologie. Für Profis gibt es den Baumsteige-Lehrgang. Also hier ist man schon, muss man schon klettern können und die Motorsäge führen können. Mhm. Mit zwei Sachen zusammen. Fassbichl ist auch sehr führend in der Waldpädagogik-Ausbildung, mhm. aber auch speziell forstliche Seilbringungsanlagen, also Seilkranführer mhm. werden hier ausgebildet. Und ein großes Thema, die Holzausformung, Holzverkauf. Wie forme ich richtig aus? Mhm. Okay. Also, Kursangebot in Bichl ist sehr vielfältig. Genau, also Bichl hat uns heute sehr unterstützt. Darüber hinaus mag ich auch erwähnen, dass in den Landwirtschaftskammern der anderen Bundesländer die Berater auch gerne für die Fragen der Waldbesitzer zur Verfügung stehen. Genau. Wir bieten diese Durchforstungsauszeige. Das ist zwar ein kostenpflichtiges Produkt, aber wir bieten Durchforstungsauszeige von der Landwirtschaftskammer an. Das heißt, ein Förster von uns oder wir kommen und machen wirklich diese, wie wir es vorher gesehen haben, mit den Bändern konkret eine Auszeige, die also über die Beratungsleistung hinausgeht. Wenn man jetzt sagt, ich möchte 2 Hektar auszeigen lassen, weil dann ein Harvester oder eine Schlägerungsmannschaft kommt, dann können wir diese Fläche vorbereiten. Okay, gut. Ja, also das Beratungs- und Schulungsangebot ist sehr vielfältig. Einige Punkte zum Thema Waldpflege konnten wir heute da in dem Faminar in den 77 Minuten, die es jetzt gedauert hat, heute schon zeigen. Ich mag mich herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Grocker, dass Sie da heute das Ganze auch mit vorgezeigt haben, mit organisiert haben, auch dann Herrn Leitner natürlich und das Netzwerk Zukunftsraum Land, das für die Organisation da heute danke. Zuständig war. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sag danke. Genau. Uns ist auch sehr wichtig, wir haben ein paar Teilnehmer haben schon Ideen gemeldet, welche Faminare noch interessant wären. Das ist für uns immer super Feedback, wenn man noch Ideen bekommen. Es gibt auch einen Feedback-Link, den schreibe ich jetzt ins Chatfenster einfach einmal hinein. Ich hoffe, dass den alle jetzt bekommen haben, beziehungsweise werde ich den dann auch noch einmal ausschicken per E-Mail im Nachhinein. Feedback beziehungsweise eine Evaluierung zu dieser Veranstaltung ist für uns immer sehr hilfreich, damit wir sehen können, wo wir uns noch verbessern können, wenn wir künftige Faminare vorhaben. Genau. Herr Grocker, wollen Sie noch zum Abschluss etwas sagen? Und ich schaue, dass ich den Link da auch für alle Teilnehmer sichtbar platzieren kann. Ja, zum Abschluss bleibt mir nur Danke zu sagen an das ganze Team. Ich hoffe, es war für die Teilnehmer was Verwendbares und Anregungen dabei. Ansonsten darf ich nur darauf hinweisen, dass eben die Berater in den Landwirtschaftskammern und den Forstbehörden zu rufen sind. Sie helfen gerne. Wir sind interessiert an stabilen Wäldern. Mhm. Nutzen Sie dieses Beratungsangebot und diese Möglichkeiten. Mhm. Vielen Dank.
Genau, vielen herzlichen Dank. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, das gesamte Farminar wurde auch aufgezeichnet. Wir werden die Unterlagen zu dem Farminar, sprich den Aufzeichnungslink, wo man diese Aufzeichnung dann findet, dann per E-Mail an alle Zuschauer kommunizieren, damit man sich das noch einmal anschauen kann, wenn es da vielleicht noch Unklarheiten gibt. Und Sie sind, wie Sie erwähnt haben, dann auch für weitere Fragen per E-Mail oder telefonisch erreichbar. Und auf der Netzwerk Zukunftsraum Land Homepage, da ist heuer das Jahresschwerpunktsthema der Klimawandel und entsprechende Maßnahmen, die man persönlich setzen kann im Wald, am Feld, am Hof. Würde ich Sie auch einladen, auf der Homepage www.netzwerk-zukunftsraum-land, also zukunftsraumland.at, so ist die richtige Adresse, da regelmäßig auch vorbeizuschauen. Da haben wir alle Veranstaltungen, sei es das Farminar, andere Webinare oder andere interessante Veranstaltungen im heurigen Jahr, dann noch einmal kommuniziert. Gut, und dann sage ich noch einmal herzlichen Dank und wünsche euch allen, den Zuschauern, aber auch euch, Herr Kroger und Herr Leitner, einen wunderschönen Nachmittag. Ich bin froh, dass wir es noch vor dem Wetterumbruch geschafft haben. Das ja. Vielen Dank. Danke, vielen herzlichen Dank. Ja. Tschüss.